Ja, das ist süß. Dit. Muss ich aber kurz und. Tada! Süße kleine Samtpfote. Ja, wäre eine Idee. Wäre eine Idee, Finris. Sind um mal da jetzt Elektrolyt aus entbesorgt. Es war warm heute. No. Alter. Wo ich live lauschen. Ja, der ist so süß. Ein Abschiedsschlucken. No, okay. Das ist in Ordnung. Ist der nicht süß? Das ist meiner. Also, das sind alles meine, aber das ist reine Mama-Kater. Mit dem kuschel ich jeden Abend. Wobei, nein, zurzeit liegt er unterm Bett. Genau unter mir, unterm Bett. Mein kleiner Salem. Du ein Süßer. So. Ja, getrunken hatte ich eben. Gut. Nicht, dass ich hier was übersehe. Bei dem vielen, was ich trinken muss. Huch. Und ich muss gleich meine Post abholen. Ich habe Post gekriegt. Sie haben Post. Alter! Diese Fische zu kriegen wird aber lästig. Wie viele Krähen-Dinger habe ich noch? Genug. Pink fluffy unicorns Dancing on dancing on rainbows. Rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on 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 rainbows. Unicorns dancing on rainbows. Ach, schön. Huch. Einfach schön. So, in 3 Jahren haben wir das ja auch fertig. Ich glaube, das ist die letzte Klassenquest für heute. Masuna! Aus! Einfach aus. Artig bleiben. Oh. Die Creme, doch, die Cremefliegen habe ich wirklich ausgerüstet. Ich bin schon genug einzig und artig. Das stimmt auch wieder. Wobei das artig. Namen Tervan. Ich hasse dieses Ding. Hält diese Fische. Inzwischen ist von einer Art. Und durch die Arbeit leicht gereizt. Dass ich jetzt hier auch noch werde. No. Armes Wölfchen. Tervan, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Warmwasserforelle. Oh. Und es wird, dass ich keinen von den Dingen verliere. Frag mich in 37 Minuten nochmal. Ja. Mach ich. Mach ich. Ich schaue auf die Uhr.
beim Wasserforelle. Jetzt klappt's! Jetzt, wo ich Reißen angemacht habe. Welchem Level war das eigentlich? 36. Gut, dass ich das schon habe. Falscher Fisch. Dieser Fisch ist der falsche Fisch. Das liegt im gesunden Wasserhaushalt bei dir. Die Forellen, die ich für den See. Wenn das ein Tag, den ich nicht mag, das kann ich nicht versuchen. Sehr lang. Ja, ich kann es mir denken. Alles gut, Tervan. Alles gut. Ich verstehe. In 36 Minuten frage ich nochmal. Bei mir läuft soweit super. Flüssig läuft's bei dir. Ja, in der Tat. Dank dir läuft's flüssig. Alter, ich brauche eine dumme Forelle. Ey, das ist Mobbing. Wie Flüsternachrichten. Oh, ich hoffe nicht. Nein, das ist ein Vier-Augen-Fisch. Nämlich eine Aussage von einem Fußballer. Vom Elfmeter hatten wir alle die Hosen voll. Doch dann lief es ganz flüssig. Okay. Klar soweit. Klar soweit. Komm, gib mir die Forelle. Gib sie mir roh. Da. Da ist sie. Das Roh hat gewirkt. Und relax. So, dann hole ich mir erstmal meine Post. Ja, erstmal meine Post holen. Oh. So, jetzt zum Briefkasten. Ja, wir brauchen Eier. Nein, Tervan! Nein! Ging so. Kann einen Elfmeter schießen. Alter, hat die Hosen voll. Bei mir lief's ganz flüssig. Oh. Gut, dass ich vom Fußball keine Ahnung habe.
einmal. Zweimal. Aber von Memes schon. Nicht mehr von Memes. Also manche ja. Manche ja, aber... Bei den meisten bin ich tatsächlich auch raus. Also ich glaube, wenn ich sie sehe, sieht es dann schon wieder anders aus, aber... So vom Hören sagen. Ich bin ein Mensch, ich muss Dinge sehen. Für den Fußballer, der in den Schacht hatte. Wird nur eine Legende. Ich sage aber mal ja. Du bringst Fisch, ja? Warmwasserforellen, 5? Ja, 5, 4. Fisch frisch, bewegen noch fast. Du Fischen mit künstlich Köder, super toll. Tschutscheren vibrieren vor Glück. Okay, das ist creepy. Genauso ist es. Ist das nicht hervorragend? Aldaria hat die Fische für dich gefangen. Sie sehen sehr appetitlich aus und machen sich bestimmt gut mit einer Prise Salz auf dem Grill. Tschutscheren, warum versuchst du es nicht selbst? Mit künstlichem Köder schaffst du es bestimmt beim nächsten Mal auch. Die wirst du wohl kaum auf dem Weg zu den Angestellten essen, oder? Versuchen, aber Tschutscheren nicht versprechen. Immer Hunger. Tschutscheren will fangen Fisch. Wie junger Meister. Ha, ich wusste, dass er das sagen würde. Der alte Vielfraß. Tschutscheren, wenn du so werden willst wie unser junger Meister, musst du dich sehr anstrengen. Hör gut zu, ich werde dir jetzt ein paar Tipps geben, wie man am besten mit künstlichen Ködern angelt. Deswegen gibt es auch Meme. Die Leute im Tätowier, einer kommt, was das ist, und sagt dann, ja, erklär doch mal. Bin mir sicher, wenn ich sehe, weiß ich, was das ist. Oh Mann. Oh Mann. Aber das ist bei mir mit Gesichtern zum Beispiel auch. Und wir haben jetzt 2 Klassenquests gemacht. Das wäre dann die 25er. Ja, lassen wir erstmal mit dabei. Lassen wir es erst einmal dabei. Das ist nein! Nur Mann! Geh aus der Sicht. Oh, Leute. Ich fühle mich... Halt, stopp! Ich fühle mich gemobbt! So. Ruide. Menphilia. Oh, Masuna, nicht schon wieder! Den hattest du vorhin. Du magst den Schulminister, kann das sein? Also ich frage für einen Freund. Das erklärt einiges. Kennt ihr den russischen Nordkoreaner? Oh nein, oh nein, oh nein, will ich's wissen? Ist ein guter Kumpel. In seiner rechten Hand. Oh Gott, ja, das glaube ich dir sogar. Wie nennt man Leute, die Jura studieren und gute Augen haben? Ich weiß es nicht. Will ich's wissen? Ich glaube nicht. Gar, ich lese erstmal, dann lese ich nicht, was ihr da schreibt. Willkommen zurück, Aldaria. Konntest du schon etwas über La Habrea in Erfahrung bringen? So, du steckst also fest. Es ist traurig, dass die Megiden sich so sehr abkapseln. Aber auch nur verständlich, wenn man bedenkt, was ihnen widerfahren ist. Seit dem Einmarsch der Gallia von nunmehr 20 Jahren kennt ihre einst so stolze Heimat keine Freiheit mehr. Wer es bis dahin allein geschafft hat, ist im Tode dutzendfach von der Schippe gesprungen, nur um hier Ablehnung und Armut zu erfahren. Denn es ist längst nicht Platz für alle in Ulda und den umliegenden Siedlungen. Hunger, Perspektivlosigkeit und Diskriminierung stehen für die Flüchtlinge aus Alamego auf der Tagesordnung. Ihr Schmerz wurzelt unendlich tief. Allein das Wissen um diese Tatsache wird uns die Pforte zu ihrem Herzen nicht öffnen. Doch glücklicherweise gibt es jemanden in unseren Reihen, der aus Alamego stammt. Vielleicht hat er sogar Verbindungen zur Befreiungsarmee. Ihr werdet
Ich werde ihn dir gern vorstellen. Pavillon. Nicht so gut. Oh, der wirkt so lange sich noch. Der war keine Sorge. Sei nicht gesucht und gefunden. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Nein, kein, das ist kein Spam. Alles gut. Irgendwo müssen die Punkte ja auch hin, ne? Ach, Menphilia. Kannst du endlich sterben? Was? Hab ich das laut gesagt? Ja, hab ich. Wie versprochen, möchte ich dir ein Mitglied unseres Bundes vorstellen, das aus Alamigo stammt. Der Name ist Haribert. Geiler Name. Haribert hat sich uns angeschlossen, um nach Wegen zu suchen und seine Heimat den Fängen der Galliar wieder zu entreißen. Wenn du ihm die Lage schilderst, wird er sich sicher kooperativ zeigen. Glücklicherweise hält er sich gerade hier im Sonnenwind auf. Vorhin habe ich ihn im Lagerraum gesehen. Yeah. Okay. Freue ich mich, wenn wir endlich halbwegs gut aussehen. Versuche gerade, Theodicy zu spielen nach fast 2 Jahren. So erschreckend, wie ich dabei FF14 nicht aus dem Kopf kriege. Dass halt alles griechisch ist. Haben alle identisch. Ich müsste das Spiel irgendwann mal anfangen. Also, ich habe schon mal gespielt, aber nicht weit und nicht lang. Wie nächstes zum Beispiel meine Mutter 8. Ich im Februar durchgespielt. Ich muss das irgendwann auch mal spielen. Vielleicht spiele ich das dann auch irgendwann beim Stream. Na du, die Überfliegerin des Bundes, was verschafft mir die Ehre? Der sieht ja. Was sagst du? Du willst deine Kräfte mit uns Megiden ein? Hätte ja nicht im Traum daran gedacht, deren Namen meiner von den Göttern verlassenen Heimat mal aus seinem Mund zu hören. Ich wollte nichts lieber tun, als dir zu helfen. Aber ich habe da leider ein kleines Problem. Namens Befreiungsarmee. Es ist mir ziemlich unangenehm und ich möchte dich bitten, keinen davon zu erzählen. Aber ich bin aus eben jener Streitmacht desertiert, zugunsten des Bundes der Morgenröte. Auch wenn unser Ziel letztlich dasselbe ist. Für meine einzigen Kameraden bin ich nichts weiter als ein Schandfleck. Eine Freundin von mir allerdings, die könnte dir vielleicht helfen. Sie heißt Albreda und wohnt im Mühlenbruch. Im gredanischen Südwald, wo sie sich um die Belange ihrer Landsleute kümmert. Wenn jemand Kontakt zur Befreiungsarmee knüpfen kann, dann sie. Du bist keiner von uns, aber auch du bist eine stolze Kämpferin für die Gerechtigkeit. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Befreiungsarmee dein Hilfegesuch nicht abweisen wird. Origins durch Prime bekommen. Da muss ich Rage quitten. Leider nicht viel besser. Es macht Spaß, alles zu erkunden. Also, Origins habe ich tatsächlich durch Frisches geschenkt bekommen. Und ich glaube, da habe ich 30 Stunden, 40 Stunden und bin vielleicht gerade bei der Hälfte. Aber Origins war cool, was ich bisher gesehen hatte. Und Valhalla hatte ich mir vorbestellt. Soll ich vielleicht irgendwann auch mal weiterspielen. Wäre zumindest keine schlechte Idee. Oh Gott, hier sind so viele Nebenquests. Gut, die da hinten bleiben dann für den anderen. 26, ich bin 32. Das passt noch. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, Abenteurerin. Wir haben große Probleme mit Wilderern, die den ganzen Wald mit Fallen spicken.
Die Wilderer jagen nicht nur zur Selbstversorgung, sondern um sich auf Kosten der Natur zu bereichern. Diese stören das natürliche Gleichgewicht im Finsterwald. Außerdem sind die Fallen mittlerweile so raffiniert versteckt, dass sie auch eine Gefahr für die Bewohner von Mühlenbruch darstellen. Vor allem für Kinder, die achtlos in der Nähe der Siedlung spielen. Wenn du uns helfen könntest, die Fallen aufzuspüren und einzusammeln, wären wir dir unendlich dankbar. Falls dir dabei einige der verruchten Wilderer über den Weg laufen sollten, mach sie am besten gleich mit unschädlich. Mhm. Das ist das. Das will ich nur nicht. Oh, ich bin mal im Bett. Muss morgen um 7.30 Uhr wie nerven. No. Dann dir eine wundervolle gute Nacht. Das lese ich jetzt mal nicht. Das sind hier Freibriefe. Und danke, dass du da warst, Masuna. Kennst du die kleine Apfelplantage nördlich von Mühlenbruch? Die Passionsäpfel von dort sind einfach köstlich, so herrlich sauer und süß, fast wie die erste Liebe. Gerade ist Erntezeit und ich kann es kaum erwarten, bis der Plantagenbesitzer Fox mit seinen vollen Körben nach Mühlenbruch kommt. Allerdings habe ich gehört, dass es ihm diese Saison an Erntehelfer mangelt. Warum hilfst du ihm nicht, wenn du Zeit hast? Täuschenschlafen ist auch richtig. Oh. Mein Großvater war der Dorfvorsteher von Astelfingen. Leider war es ihm nicht vergönnt, noch einmal in seine Heimat zurückzukehren, bevor er verstarb. Dabei hat er sich solche große Mühe um unseren Familienschatz, die Astflinger Kriegsakt, gemacht. Die Axt wird jetzt achtlos von diesen Rotbauchwespen zum Spalten von Holz verwendet. Sie wissen nichts von ihrem Wert und scheren sich auch nicht darum. Es ist eine Schande, wenn eine tapfere Abenteurerin wie du sie doch nur zurückholen könnte. Wenn Stammopfer ist online, dann... Das hat Vorrang. No. Bis die Tage, Masuna. Das Rotbauchnest ist dir vermutlich ein Begriff, nicht wahr, Abenteurerin? Aber wusstest du auch, dass dieser Banditenunterschlupf früher einmal ein ganz normales Dorf war, dem Erschatten und Wiesländer friedlich zusammenlebten? Der Name war Astelfingen. Schreiben wir Samstag oder so mal eine Uhrzeit wegen Sonntag. Das mache ich. Das mache ich. Hängt von ab, wann mein Kompagnon da ist. Werde ich die Tage mal fragen, wann er ungefähr da ist. Während der siebten Katastrophe flohen die Bewohner, doch als sie nach zahlreichen Entbehrungen ausgemergelt zurückkehrten, hatte sich bereits diese elenden Wespen in ihrer Heimat breit gemacht. Unsere Versuche, die Banditen zu vertreiben, waren bisher leider erfolglos. Die Speer der Wespen sind gerissen und schaffen es jedes Mal, unsere Pläne zu durchkreuzen. Du hingegen, Abenteurerin, trägst nicht die Farben des Klageregiments. Dich würden sie nicht sofort als Feind erkennen, doch vielleicht bist du ja gewillt, ihr Feind zu werden. Dein Champignon. Mein Kompagnon. Nicht mein Champignon. Ich habe keinen Champignon zu Hause. Oh Mann, ey. Hatte ich da jetzt alle? Ja, hatte ich. Mein Champignon. Verfluchter Mist, da habe ich endlich mal einen dieser vermaledeiten Wilderinnen am Schlafittchen und dann entwischt sie mir. Mir, Wülfrück vom Klageregiment, es ist beschämend. Abenteurerin, verzeih mir diesen plötzlichen Überfall, aber ich könnte etwas Hilfe beim Einfangen dieser Unholdin gebrauchen. Sie kann noch nicht weit gekommen sein. Lass uns das Dorf durchkämmen. Kitty! Lala möchte in das Bällebad im Totenacker eingelassen werden. Er hilft ihnen, dass er ihn nicht ertrinkt. Ich kann gerne mitgehen, wenn du willst. Also, was bist du denn? Lala ist ein Dudu. Okay.
Dann switche ich einmal auf Bade. Und ich mache dich einmal zum Gruppenanführer. Ganz sei dann. Helf doch gerne. Hier meine formidable Bratpfanne niederzulassen. Der war aus. Einfach aus. Da sind beide sind so kurz. No. No. Noch kann ich nämlich mit dem Baden mit. Ich habe zwar gesagt, bei 50 ist Stopp, aber. Geil. Ich müsste aber einmal. Egal, nehme ich einmal den hier. Ich will nämlich keinen Routinebonus drin haben. Für den hier. Daria geht baden. Ja. Lala rennt. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Ne, kann ich mir einmal den einen Eteriten freischalten. So muss ich mich auf den Weg dahin machen. Hab ich noch was zu tun. Kurz der Zug von Lola rennt. Was ist denn Lola rennt? Jetzt mal ganz doof gefragt. Das war ein Film. Okay. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Ich kenne zwar viele alte Filme, aber der sagt mir tatsächlich gar nichts. Ich habe neulich erst einen Film von 1962, glaube ich, gesehen. Oder 1967? Ganz alt. Kam Ende der 90er raus. Klar, hänge nicht geboren. Ich bin 96 geboren. War er davor oder war er danach? Nach 96. Wir leben hier mit gefühlt 30 Jahre her. Oh. Da ist jemand mit Bart. Ja, klein Lala. Allein ging allein in das tiefe Bällebad rein. Kam ein Fötchen, zog ihn raus. Lala geht nach Haus. No! Wie cute! Das ist schon wieder so ein Ding, da sterbe ich von Niedlichkeit. Lass mir lernen, nicht vor 30 Jahren. Warum? Ich ja knapp 50 Jahre sein. Oh. Ach ja. In ein paar Tagen werde ich dann 109. Sterben ist gerade keine Option, sonst ist die Pfote weg. Passt. Katzen haben doch nur ein Leben. Ich werde immer wieder geboren. Ich komme immer wieder. Ich plage die Menschheit auch noch in Tausende von Jahren. Huch. Ich bin wie so eine Zecke. Mich wird man nicht los.
Poor Teddy. Ah, schön. Wirklich schön. Schön, wenn man nur eine einzige... Na gut, ab und zu mal zwei Tasten drücken muss. Huch. Das war falsch anvisiert. Muss einmal gleich. Deswegen brauche ich. So. Und. Ach, schön. Ach, Kitty. Bis dann, da kriege ich auch die Verkleidung nicht fertig. Dann kommst du halt mit halber Verkleidung. Also so halb, halb. Nichts, Kitty, gar nichts. Weißt du, statt zu kämpfen, einfach die ganze Zeit mit Küsschen eindecken, ne? Schön. Wirklich schön. Huch. Den sollte ich am besten noch nicht anvisieren. Ich glaube, bei mir, bezüglich der Assassin's Creed-Teile, ist es halt immer so, ich möchte am liebsten alle chronologisch spielen. Also, quasi von Teil 1 bis jetzt. Also nicht chronologisch, chronologisch, sondern so. So wie sie rauskam. Ein Ferrero-Küsschen. Oh, lecker. Da könnte ich jetzt auch mal wieder drauf, auf Ferrero-Küsschen. Oh Gott. Ach ja. Hätte ja nicht gedacht, dass wir es heute noch zu FF schaffen, ne? Morgen wird das Ganze ein bisschen schwieriger, weil wir dann Life is Strange spielen. Rein theoretisch. Ist geplant. Ich weiß aber noch nicht, ob wir es machen. Eventuell machen wir es wieder wie heute.
Oh Gott. Oh ja gut, man kann sich halt auch irren. Ja, also heute habe ich mich ja komplett, ich weiß gar nicht, 6 Stunden? Ich weiß gar nicht, wie lange wir an Disney gesessen haben. Ich war ja komplett weg. Ich habe ja gar nicht mehr auf die Zeit geachtet. Nur gut, dass ich nicht gewinne. Ich habe, ja, ist auch besser. Also gerade ist Wetten nicht sicher. Problem ist halt, ich möchte beide spielen. Ich möchte meinen neuen Main spielen, weil ich mega gehypt drauf bin, dass ich, ne, jetzt schon hier jetzt einen neuen Main angefangen habe. Auf der anderen Seite möchte ich eigentlich auch ganz, ganz gern Life is Strange weiterspielen. Auf der wieder anderen Seite fesselt mich das Disney-Spiel so ungemein. Weil ich bin halt ein richtiger Disney-Fan. Huch. Das war verklickt. Ich stelle mich auch schon mal hier hin. Oh Gott. Diese Stimme, ey. Wie gut, dass ich bei den. Also, was heißt gut? Dass ich bei den Assassin's Creed-Teilen nicht mitreden kann. Weil ich sie alle nur so teilweise bruchstückhaft kenne. Ich glaube, am meisten habe ich sogar noch den ersten gespielt. Also den allerersten. Der nun wirklich nicht gut ist. Schande über dich. Ja, ich weiß! Hyrule, du kennst mein Struggle. Ich habe ihn dir schon erzählt. Du kennst mich. Weißt, was dabei mein Problem ist. Ich liebe die Teile, aber... Problem ist, ich will erst den ersten gespielt haben. Aber ich wollte nicht zu weit spielen, weil ich das irgendwann im Stream spielen wollte. Bis jetzt habe ich es nicht im Stream gespielt. Das ist furchtbar mit mir, ich weiß. Habe ich jetzt... Oh Gott sei Dank, ich hatte kein Level Up. Na gut, ich habe aber auch das eine rausgenommen. Ich habe das eine auch rausgenommen. Eigenschaften, die das Spiel Spaß bietet.